Hallo, hier ist der Profi-Metzger Ralf. Heute zeige ich, wie ich eine Hirschkeule zerlege. In der Regel werden Sie die Hirschkeule so vorfinden. Da schauen Sie, da hat der Jagerball aufbrechen, da ist eingeschnittene Schollen. Sehen Sie das? Das ist schwarz, kann man aber nichts machen. Das erste, was ich mache, ich schneide den Schwanzknochen weg. Da ist der Beckenknochen, da war das Filet drin. Jetzt fahre ich mit dem Messer, schneide machen wir noch ein bisschen sauber. Schauen Sie. Schauen Sie so. Jetzt. Wenn Sie da schauen, da ist eine Naht. Sehen Sie den Höhlenstrich da? Da kann man den Schwanzknochen ganz leicht trennen. Schwanz. Dann drücke ich da ein bisschen drauf. Schwanz und der Knochen ist sauber. Da schauen wir mal raus von. So, das lasse ich drin, das ist nur Dreck. Jetzt schneide ich da ist das Gelenk, das ist das Beckenknochen, das ist der Beckenknochen und da ist das vom Oberarm, vom Oberkeulenknochen, der Rohrknochen ist da drin und da hängt er drin. Da schneide ich rein ein bisschen, dass ich da, schauen Sie, das ist das Gelenk. Da schaue ich, dass ich nicht tief reinschneide. Ganz ein bisschen sachte, da mit dem Messerrücken. Die Beinhaut lösen, schauen Sie das, sehen Sie das? Jetzt schauen wir das da weiter. Da. So. Da ist ein bisschen knifflig, weil da macht der Knochen so eine kleine Ausding nach außen. Da müssen wir aufpassen, man nicht einschneidet zu viel ins Frikando. Schauen Sie das hier her. Da schauen wir, dass wir auf die Beinhaut kommen. Und da. Ja, schön, dass ich. Schauen Sie mal, der Knochen schützt sich selber außer. Jetzt putzen wir noch ein bisschen zu. Schauen Sie, ich lasse das drin, weil das Stück ist jetzt schon so bei 10 Tagen im Kühlschrank drin. Da haben sie nur Keime drauf. So schneidet das aus, aber ich lasse es drin, weil es schon verkeimt ist. Schauen Sie, der Knochen ist sauber. Jetzt drehe ich die Keule so her und schauen, dass man die Keule nicht so oft dreht. Das brauchen Sie nicht. Das ist oft sieht man bei den Videos, wird hin und her gedreht, das ist alles nicht notwendig. Schauen Sie, dass ich mit einem Arbeitsgang alles da machen, was Sie brauchen. Schauen Sie mal, alles. Diese Haut, die ganz schön ist. Da ist eine Ader, die schneide ich weg. Schauen Sie, die schneide ich am Anfang weg. Schauen Sie, dann habe ich die weg. Jetzt löse ich den Unterschenkel aus. Sprich Wade. Das ist die Achillessehne. Jetzt schneide ich mir besser drauf. Schauen Sie, ich schneide da gleich beim Zopfen, schneide ich sie weg. Weil nachher brauche ich noch nicht mehr wegschneiden. Da ist das Knie. Schauen Sie, sehen Sie da? Da ist so eine Vorbeugung. Das ist das Knie. Da schneide ich mit mir seine. Stehen am Knochen entlang. Füße hinter. Jetzt auf der Seite. Das ist ganz exakt am Knochen entlang, da her. Jetzt, das Knie geht da vorher her. Genau unter der Kniescheibe, da ist die Kniescheibe. Sehen Sie, der Knochen ist. Der Knochen ist weiß. Jetzt schneide ich da die Wade raus. Da ist das Ding entlang, schauen Sie, das ist ja. Das schneiden wir weg.
Jetzt drehe ich ihn einmal. Jetzt drehe ich die Keule so her. Sehen Sie, da ist ein Ader. Da ist ein Blende geschnitten jetzt. Da ist ein Ader. Da sehen Sie, aber da ist die Nuss und da ist die Schale. Da schneiden wir entlang. Schauen Sie da. Sehen Sie das? Eins genau da. Und jetzt kommt der Wadenzapfen, kommt da einer jetzt. Da müssen wir ein bisschen aufpassen, dass man da nicht in zu vielen Wadenzapfen reinschneidet. Schauen Sie, da kommt der Wadenzapfen daher. Und da schauen, da ist die Unterschale oder Frikando, dass man da auch nicht reinschneidet. Und da ist das falsche Filet. Da ist das falsche Filet, der Weißscherzel, wie man sagt. Da ist die Schale. Und die Schale ist weg. Und jetzt kommt der Oberschenkelknochen. Da fahre ich da. Was? Und da noch schauen, dass man ein bisschen die jetzt tief, dass man nur die Beine hat. Schön macht. Und da ist die Nuss und da ist das Knie, die Kniescheibe. Und da ist die Beinhaut. Ich schneide oben einen geraden Schnitt, oben einen Knochen rüber. Da ist die Beinhaut, die muss durchtrennt sein. Sehen Sie das? Und mit sehr schönen Durchschneiden die Beine hat herum. So wird dann ein bisschen Spur an sich. Jawohl. Und dann drückt man, schauen Sie, und da ist kein Schnitt drin. Das Knochen ist weiß. Jetzt können Sie ein bisschen aufdrucken. Schauen Sie, da gehen die Sehnen. Und schauen, dass man da nicht zu Knorpel auf Fleisch aufbringt, was ich noch nicht mit wegschneiden. Sehen Sie das? Der Knochen ist weiß. Das ist. Jetzt drehe ich das so her nochmal. Da ist die Kniescheibe. Die schneide ich aus. Die müssen aber flach, nicht zu weit einstechen, weil da bin ich in der Nuss drin. Sondern so und dann flach ausschneiden. Das ist auch leichter. Sehen Sie? Die ist flach ausgeschnitten. Da ist kein Schnitt drin. Jetzt, wenn ich so da habe, da haben wir jetzt den Zapfen, falsche Filet, Frikando, da bei der Tafelspitze, die Hüfte, die Nuss, das Bürgermeisterstück. Und genau dort Nuss, Frikando, da geht da eine Trennlinie. Sehen Sie? Da sind wir für Verstiertes. Da schmeißen wir weg. Jetzt, das ist jetzt das Frikando, falsche Filet, der Zapfen. Zapfen für Gulasch, das zum Kurzbraten, zum Braten, Geschützen schneiden, wie es Ihnen beliebt ist. Schauen wir den Zapfen weg, schauen Sie. Das ist genau. So, jetzt kommt das falsche Filet. Jetzt werden wir das gleich zubüßen. So diese, alles was weghängt, zottert ist, bitte schneidest du das weg. Das isst sowieso keiner. Vorne immer die Spitzen wegschneiden. Da schneiden wir auch gerade. Schauen Sie, so ist ein schönes Stickel geworden. Das legen wir mal da her. Jetzt das Frikando. Da schneide ich erstmal das Blutige weg, Fette. Dann diesen Sehnenansatz schneiden wir weg.
Schauen Sie, da sehen Sie ein bisschen grau, da kommt von der Jager halt da ein bisschen reingeschnitten hat. Gell? Jetzt schauen wir die Sehne weg von da oben, da oben, der einer. Und jetzt schauen Sie, schön an der Sehne entlang, schauen Sie. Schauen Sie, das ist nur die Sehne, schauen Sie, das ist kein Fleisch drauf. Das müssen wir weg. Was ich noch mache, wenn Sie schauen, da ist so ein Lappen hängt da dabei. Und denke, ich schneide das so weg. Den schneide ich so weg. Und das für Verstiertes. Und das für Gulasch. Dann machen wir noch ein bisschen Sehne. Jetzt drehen um. Da schneide ich die, die Haut ist weg. Fett können wir drauf lassen. Und wenn beim Rind, das wäre der Tafelspitz, genau bei den Knochen, wo, das Beckenknochen, wo der Beckenknochen drin war, der Beckenknochen war das so, da war er drin, und da ist der Tafelspitz. Das war Schwarzscherzel oder Oberschale, Unterschale in Deutschland. Und bloß in Österreich wird das bei der Schwarzscherzel. Das ist der Zapfen, den nehmen wir für Gulasch, den putzen wir auch zu, alles was so ein bisschen schneiden wir weg. Auch das, da das Sehnige. Und beim Gulasch ist immer wichtig, dass die Stickel nicht zusammenhängen, dass es schön durchgeschnitten wird. Die einzelnen Würfel, dass sie nicht zu groß sind, waren nicht zu klein. Und dass sie schön immer durchgeschnitten sind. Das schaut man schön. Dass sie nicht so sind, gell? Dass sie immer schön, schön durchgeschnitten sind, die Würfel. Jetzt nehmen wir. Nehmen wir erst die weitere Wade. Und bei der Wade müssen Sie aufpassen. Klar. Da ist meistens noch ein kleiner Knochen drin. Der muss raus. Wenn es viel jung ist, dann ist er nicht so groß, der Knochen. Aber wenn es ein bisschen älteres Vieh wird, dann wird der Knochen recht. Schauen Sie, da ist er, da ist er drin. Schauen Sie, sehen Sie, dass der verknöchert, die Sehne da. Und da ist dann beim Beißen recht unangenehm, die geht raus. Und ich sage, ich habe schon Kritik gekriegt, ich schneide lieber ein bisschen mehr weg als wie zu wenig. Weil wenn Sie zu wenig wegschneiden und da ist irgendwas drin, das kann aber so unangenehm schmecken und da ist eigentlich schade, da versauen sich das ganze Wildfleisch. So. Da schneiden wir auch weg. Und dann wieder so eine Stickel. Das ist ja beim Wildfleisch, da sind so viele Häute drauf, die schauen eher so unappetitlich aus. Aber die müssen weg. Die müssen weg. Wie gesagt, abhängen lassen, ein Wild 10 Tage war schon recht. Da kriegst du erst das richtigen Geschmack. Natürlich muss die Kühlung passen und vor allem die Luftfeuchtigkeit. Weil wenn die Luftfeuchtigkeit zu hoch ist, dann wird es alle gleich schmierig schnell und hat gleich einmal wird's ein bisschen muffig. Das wollen wir auch nicht. Gulasch. Das ist die Schale, schauen Sie. Und da hat der Jager halt beim Aufbrechen einen Kapitalfehler gemacht. Gell? Da ist viel entwertet. Schauen Sie, das sehen wir da auch. Wenn Sie das sehen, bei ihm muss jetzt das alles wegschneiden. Und das kennen Sie da, das ist noch von dem, das passt da.
Na, lass mal wegschneiden, weil das ist jetzt für. Ist ja gleich für zum Wegschmeißen, gell? Schauen Sie, das ist ein Jordan, dass er da nicht aufgepasst hat. Weil ich sage ja beim Aufbrechen, den Enddarm. Ist oft gescheiter, man lässt den Enddarm drin, draußen im Revier und bricht nachher daheim, und bricht auf, lässt den Enddarm herin am Wildkörper und macht das nachher daheim in der Wildkammer, den letzten Stück von Darm rausholen. Weil da kann nichts mehr passieren. Aber wenn am Freien, dann sind wir. Wie passiert das? Das tun wir weg. Und bei der. Und gern ist da ein bisschen Dreck oben, da stellen wir auch weg. Weil da ist gern, wo ein bisschen verschmutzt ist. Das tragen wir das her. Schauen Sie, und da ist eine Ader drin. Die schneiden wir raus. Da schneiden wir das weg, das Fleisch. Schaut, das verschiert das. Und da ist eine Ader drin. Die muss raus. Die muss raus, Schatz, die muss raus. Weil der ist ein Steak kriegt und kriegt auch so eine Ader drin, der freut sich halt auch nicht. Gell? Und das weg und hinten schneiden wir noch ein bisschen die Sehne weg. Das zum Verschierten, das schmeißen wir weg. Und was wichtig ist, es sollten alles gerade Schnitt sein. Es ist nicht auch schon so, wie ein Hund dabei gewesen ist, sondern so alles gerade. Deswegen brauchst du beim Zuschneiden ein größeres Messer. Weil wenn sie also ein kurzes Messer haben, da kriegst du keinen geraden Schnitt. Da schaut dann fürchterlich aus. Jetzt stellen wir die schon. Das wieder war die. Da stellen wir weg, der schwarze. Da stellen wir schon ganz schön aus. Das tun wir auch weg. Und das weg. Da ist ein bisschen schwarz weg. Da ist also ein bisschen eine Ader noch drin, sehen Sie das? Da schneiden wir raus. Weil das mag in Wirklichkeit keiner essen. Gell? Und ich kann es auch verschieden, das wird keiner merken, aber ich sage nein, schneiden wir es weg, ist gescheiter. Und das zum Verschierten. So. Und hier jetzt haben wir, da haben wir jetzt die Nuss. Das ist die Nuss, das Bürgermeisterstück und die Hüfte. Jetzt tun wir die. Da schauen wir ganz ein bisschen rein. Wenn schauen Sie, da macht er so ein bisschen ein Dreieck. Und genau da schneiden Sie, da wo der Spitz da hergeht, da ist die Nuss, da hört die Nuss auf. Schauen Sie, da trennt man genau die Nuss. Ist beim Rind überall gleich. Genau wo der Spitz da vom Fetten ist, da müssen Sie rein mit dem Messer. Schauen Sie. Und dann füllen Sie aus. Die Nuss nehmen wir so her. Und das Bürgermeisterstück, ich selber nehme es fürs Gulasch. Das nehme ich so her. Da mache ich nämlich Folgendes. Da trennt sich es wieder. Schauen Sie, da trennt sich. Sehen Sie das? Genau von der Hüfte trennt sich es da. Und da fahre ich mit dem Messer rein und fahre gleich so schräg, weil da habe ich diese Bindehaut, die habe ich gleich weg. Da schneide ich einfach mal ein bisschen Haut drauf, das ist ein Weg. Und da schneiden wir für Gulasch. Und wieder wichtig, schöne Würfel und schön durchgeschnitten. Und jetzt haben wir die Hüfte. Hinten das Fett schneide ich weg. Dann schneide ich auch da diese Silberhaut weg von der Hüfte. Da schneiden wir es ein bisschen gerade. Wichtig ist auch immer alles gerade schneiden. Wie gesagt, alles schön in Form. Und da ist die Spinne dran. Das ist da. Sehen Sie das da? Das ist ein arseniges. Sie können es dabei lassen. Wird die große Welt nicht untergehen. Aber richtig zugeschnitten ist ja halt so. Schneiden Sie davor schon mal einen weg. Das ist der Knorpel weg. Und jetzt haben Sie die Hüfte. Jetzt stellen wir das dazu, dass man für Verschiertes. Das Innige tun wir weg.
Das nehmen wir für Faschiertes. Wissen Sie, es hat sich herausgestellt, oder jetzt in der letzten Zeit wird immer mehr Gulasch verwendet. Immer mehr Faschiertes statt Gulasch. Die Kinder haben irgendwann ein paar Schutter, irgendein Nudelgericht. Da geht Lasagne, es geht mit den faschierten Eimern frei. Gell? Da brauchen Sie nicht mal ein Rind oder Schwein dazugeben. Dann nehmen wir uns das Wildfleisch daher, das essen die Kinder. Beim Gulasch ist es schon eher so, wenn meine Tochter ist 12 Jahre alt, wenn sie sowas sieht und die Sehne sieht, gell? Maria, da isst sie halt schon nichts mehr. So, und jetzt die Nuss. Da schneide ich da die grobe Fetten raus. Dann stellen wir da vorne wieder alles weg. Das ist so. Also da ist so eine Bindehaut drauf, das tun wir weg. Das tun wir weg. Das tun wir schön weg. So. Das auch noch. So, das wäre die Nuss. Wenn Sie jetzt sagen, Sie wollen die Nuss, die sind ganz groß, aber Sie sagen, die Nuss, die sind ganz groß, Sie wollen sie teilen, bei so einem kleinen Stickel schneiden Sie einfach so durch. Nicht so durch, sondern Sie schneiden so durch. Schauen Sie, wie man einen aufschätzt, weil es jetzt für einen Kunden gedacht ist, schauen Sie, die schneiden es dann so durch. Da haben zwei so eine Stickeln. Und da können Sie dann eine Steak ausschneiden, wie Sie dann wollen. Gell? Sehen Sie das? Und das. Wie verschiert das? Ich habe jetzt beide Hirschkeulen ausgelöst und da gehen wir nochmal durch, was ich da habe. Da habe ich die zwei falschen Filet, da ist die Unterschale oder in Österreich der Schwarzscherzel mit Tafelspitz. Dann haben wir die Schale oder in Deutschland die Oberschale, dann haben wir die Hufsteaks, die Nuss. Einmal habe ich die Nuss geteilt, einmal im Ganzen. Und schauen Sie, da ist die Beine drauf, ich schneide die Nuss nicht rein. Das gehört so, muss ich auch schon. Dann habe ich das Gulasch. Und das Faschierfleisch. Und das Faschierfleisch lasse ich dann durch die 3 mm Scheibe des Wolfes durch. Und da sind die Knochen. Schauen Sie, die Knochen sind weiß. Gell? Die haben sich alle schon aus Beckenknochen. Gell? Oder der Beckenknochen, gell? Der ist weiß. Ich hoffe, das Video hat Ihnen gefallen. Bitte geben Sie mir einen Daumen nach oben. Abonnieren Sie mich. Für diejenigen, die es zu umständlich war, die sollten das doch bitte mit einem Video oder kommentieren und das einstellen ins YouTube, damit wir alle was davon haben. Danke.